Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video schauen wir uns an, was ein Stromkreis ist. Vielleicht, kennst du dieses Spiel? Der heiße Draht. Kunst besteht darin, hier entlang zu fahren, ohne an den Draht zu kommen und schon habe ich eigentlich verloren. Wie funktioniert das eigentlich? Naja, ich habe hier einen Draht. Das ist hier auch ein Draht und die sind beide mit einer Batterie und hier so ein Piepser verbunden und eine Lampe. Und ich aktiviere das Ganze, indem ich einen Stromkreis schließe. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, was denn so ein Stromkreis ist. Dazu brauchen wir eine Batterie und ein Birnchen. Und wenn ich das hier dran halte, passiert erstmal gar nichts. Das Entscheidende ist, wenn man genau guckt, habe ich hier an der Batterie zwei Anschlüsse. Und ich habe an dem Birnchen zwei Anschlüsse. Einmal das Gewinde und einmal hier unten dieser kleine Punkt. Und wenn ich jetzt wirklich alle Anschlüsse miteinander verbinde, dann leuchtet mein Lämpchen. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Das heißt, ich habe zwei Anschlüsse, jeweils beide Anschlüsse müssen miteinander verbunden werden. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen feudaler. Hier ist eine Fassung, wo ich die Birne reinschrauben kann. Und dann habe ich hier zwei Kabel und kann das hier dran halten und mein Birnchen leuchtet. Jetzt gehe ich her. Und das ist eine Batterie. Und hier habe ich wieder ein Lämpchen. Also, Stromkreis haben wir jetzt gelernt. Wobei ich hier gerade sehe, dass ich die Batterie falsch rum rein habe. Für den Stromkreis ist es erstmal egal, wie rum die Batterie hier drin ist. Das Entscheidende ist aber, man sieht hier schon, man hat hier schwarze und rote Anschlüsse. Das heißt, man hat die schon farblich unterschieden. Und bei einer Batterie ist es tatsächlich so, wenn ich die Batterie hier nochmal nehme, man sieht hier ist ein langer und hier ist ein kurzer. Und hier oben steht Plus und Minus. Das heißt, es gibt tatsächlich zwei verschiedene Pole. Wie gesagt, für diese Anwendung ist es tatsächlich egal wie rum. Es gibt aber Anwendungen, da ist es nicht egal wie rum. Wenn ich das hier von eben nochmal ins Bild nehme, hier ist es nicht egal wie rum, weil das sind Bauteile, da darf ich Plus und Minus nicht verwechseln. Aber das nur so am Rande. Das Entscheidende ist, ich habe hier zwei Anschlüsse, ich habe hier zwei Anschlüsse und wenn ich das zum Leuchten bringen möchte, nehme ich jetzt ein Kabel, schließe das hier an. Und schließe das hier an. So, ein Anschluss reicht natürlich nicht. Dafür nehme ich jetzt noch hier den zweiten dazu. Und schon leuchtet es. Wenn auch ein bisschen schwach, aber es leuchtet. So, jetzt könnte man natürlich den Stromkreis. Du hast ja gesehen, wenn der Stromkreis unterbrochen ist, leuchtet es nicht. Und jedes Mal das Kabel hier irgendwie zu bedienen, ist ja auch irgendwie doof. Daher habe ich hier sowas. Das ist praktisch ein Stromkreisunterbrecher oder auch kurz Schalter. Was machen wir mit dem?
Der ist hier auch mit einem roten und einem schwarzen gekennzeichnet. Es ist hier aber tatsächlich jetzt völlig egal, wie rum ich den anschließe. So. Und hier. So. Also. Batterie. Fließt der Strom durch das Lämpchen, durch den Schalter und wieder zurück. Und wenn ich jetzt den Schalter öffne, sieht man sehr schön, wie ich hier ein- und ausschalten kann. Weil ich den Stromkreis unterbreche, das Lämpchen geht aus, schließe den Stromkreis, das Lämpchen geht wieder an. Hier habe ich nochmal ein schönes Beispiel für einen Stromkreis, der sich selber ein- und ausschalten kann oder selber unterbrechen kann. Und zwar ist das hier eine Klingel. Also, wenn ich den Stromkreis hier schließe, passiert Folgendes. Der Strom fließt hier durch und das hier ist ein Elektromagnet. Dieser Elektromagnet wird mit Strom versorgt, also geht er an. Dann fließt der Strom hier über den Klöppel zur Batterie zurück. Der Stromkreis ist geschlossen. Jetzt ist ja der Magnet an. Wenn der Magnet an ist, zieht er den Klöppel an und haut hier drauf. Aber wenn der hier drauf haut und angezogen wird, wird hier gleichzeitig, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sehen kann. Ich heb's mal hoch, so rum. Ja, jetzt sieht man es doch eigentlich ganz gut. Wenn der Klöppel angezogen wird, dann ist dieser Draht hier, verbindet sich nicht mehr hiermit. Jetzt ist praktisch der Stromkreis offen. Jetzt ist der Stromkreis wieder geschlossen. So, das heißt, wenn der Strom fließt, ist der Elektromagnet an, zieht den Klöppel an, der Stromkreis ist offen, der Elektromagnet geht aus, der Klöppel wird sozusagen wieder losgelassen, geht zurück, schließt den Stromkreis wieder, der Stromkreis ist geschlossen, der Magnet ist wieder an, zieht den Klöppel an, der öffnet den Stromkreis wieder und so weiter und so fort. Und so geht das Ganze schnell. Strom hat eine Richtung. Und zwar, wenn man genau guckt, hier hat man hier Plus und hier hat man Minus. Das ist auf der Batterie schon beschriftet. Man nimmt in der Regel für Minus gedecktere Farben, wie zum Beispiel Schwarz, und hellere Farben, wie zum Beispiel Rot, für Plus. Als man noch nicht wusste, man hat ja halt irgendwann mal die Stromrichtung einfach festgelegt. Das ist die technische Stromrichtung, die ist von Plus nach Minus. Man hat aber später festgestellt, ups, die Elektronen fließen eigentlich in die andere Richtung. Dafür gibt es dann noch die reale Stromrichtung, die ist von Minus nach Plus. Und was ich hier jetzt mal zeigen möchte, ist, es gibt halt Anwendungen, da ist die Stromrichtung nicht von Bedeutung. Und es gibt Anwendungen, da ist sie von Bedeutung. Dem Schalter, dem ist es egal, wie rum er angeschlossen ist. Und jetzt habe ich hier als erstes ein Glühbirnchen. Das gute alte Glühbirnchen. Und wenn ich das jetzt ein- und ausschalte, sieht man wunderbar, dass es leuchtet. Und wenn ich das Glühbirnchen jetzt andersrum anschließe, die Stromrichtung also ändere, alles beim Alten. So, jetzt wird's spannend. Jetzt habe ich nämlich hier sowas. Eine LED. Und schließen wir es erstmal so rum an. Einmal, zweimal. Da passiert nichts. Dann schließen wir sie mal andersrum an. Zack. Zack.
Und sie leuchtet. Naja, LED steht für Light Emitting Diode, also lichtaussendende Diode. Und eine Diode ist ein Bauteil, das ist im Prinzip eine Einbahnstraße für Elektronen, wo Strom halt nur in eine Richtung durchfließen kann. Daher leuchtet die natürlich auch nur, wenn der Strom sozusagen richtig herum durchfließt. Weil andersrum fließt ja nichts. Soweit, so gut. Dann habe ich ein weiteres Beispiel. Dieses schöne Teil ist ein Elektromagnet. Schließen wir erstmal so rum an. So, und jetzt muss ich natürlich irgendwie nachweisen, dass hier auch so magnetisch was ist. Okay. Die rote Nadel zeigt Richtung Elektromagnet. Gut. Dann drehen wir ihn mal. Mal gucken, was passiert. Ups, da geblieben. Gut. Und jetzt einschalten. Und das weiße Ende der Nadel zeigt Richtung Elektromagnet. Und ja, das ist auch das Spannende an der ganzen Geschichte. Es ist offensichtlich nicht egal, wie rum man den Strom durch den Elektromagneten fließen lässt. Das war erstmal so ein kleiner Überblick. Ich habe allerdings noch ein Beispiel, das wir uns auch nochmal angucken werden. Und zwar einen Motor. Das Problem wird nur sein, ob man im Video schön sehen kann, in welche Richtung der sich dreht. So, und zwar habe ich hier einen Motor mit Ventilator. So, und dann schauen wir mal, was der Motor macht. Na? So. Funktioniert. Und man sieht vielleicht, er pustet. So, jetzt tauschen wir das mal. Und dann schauen wir mal, was er jetzt macht. Ja, jetzt hat man gesehen, die Luft geht in die andere Richtung, das heißt, er dreht sich anders herum. Also, beim Gleichstrommotor, beim Gleichstrommotor ist es auch natürlich von Bedeutung, wie rum der Strom da durchfließt, also wie rum ich das Ganze anschließe. Soweit, so gut.